Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Ja, das heutige Paket ist fucking 11 Kilo schwer, kommt aus Österreich vom lieben Patrick und was sich darin befindet, das erfahren wir nach dem Intro. So, meine Freunde, ja, holy shit, hier ist ja ganz schön was geboten, würde ich sagen. Wir haben sogar eine Menge Handtücher mit dazu bekommen. Okay, krasser Shit. Jetzt wollen wir erstmal hier reingucken, was ist denn hier eigentlich alles drin? Okay, Handtücher, drei Handtücher, das habe ich auch noch nie erlebt. Jetzt gucken wir mal, drehen wir das ganze Ding hier mal ein bisschen um. Oh, so. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles drin haben. Also, wir haben original verpackte Deckbox. Hier scheinen Karten drin zu sein. Okay, ja, da sind auf jeden Fall Karten drin. Okay. Nochmal eine Deckbox. Nochmal eine Deckbox. Alles leer. Nochmal eine Deckbox. Alle original verpackt. Auch gut. Dann haben wir... Oh, also, die scheint mir... Ist da was drin? Oh, ja, da sind leere Boosterhüllen drin. Holy shit. Okay, hier ist eine... Also, hier ist auch was drin. Ich glaube, hier sind auch Karten drin. Und auch hier sind überall Karten oder Ähnliches drin. Also, die Dinger sind auf jeden Fall nicht leer. Krass. Okay, die scheint ein bisschen leer zu sein, die untere. Boah, da sind überall Karten drin, Leute. What the fuck? Okay, ich mache einen kurzen Cut und dann gucken wir uns das in Ruhe Step by Step an. So, ich würde glatt vorschlagen, wir fangen an mit dieser kleinen Box hier, weil das sind die Legendary Decks 2 und ich muss sagen, das ist bisher die am besten gestaltete Deckbox gewesen, sogar besser als die 1er, obwohl ich die 1er auch schon geil fand. Okay, wir haben Hüllen, offensichtlich noch original verpackt oder so halbwegs original verpackt. Auch hier haben wir Hüllen ohne Ende. Die legen wir natürlich erstmal zur Seite. Krass. Okay, dann holen wir mal die erste Deckbox raus und gucken, was hier so drin ist. Sieht auch nach leeren Hüllen aus. Ganz viele leere Hüllen. Okay, na, mal jetzt ein paar Kärtchen. Dann gucken wir mal, was wir da so haben. Das sind jetzt alles Commons. Da gehen wir natürlich relativ flott durch, weil wir haben offensichtlich einiges vor uns. Und die Commons sind hier jetzt tatsächlich auch nicht mehr so in dem besten Zustand, muss man sagen. Okay. Aber alle gut eingehüllt, ne? Dann kann man sich nicht beschweren. Also eingehüllt sind sie. So, das sind jetzt die, war jetzt die erste Deckbox. Da war jetzt an der Stelle nichts Spezielles drin. Wir hauen das Zeug jetzt hier erstmal direkt wieder rein und stellen das zurück. Okay, dann gucken wir in die zweite Deckbox. Holy crap, genau die Karte habe ich schon gesehen. Da hinten sind wieder Hüllen drin. Alter Schwede. Also diese Karte hier, die müssen wir gleich mal überprüfen vom Zustand her. Die habe ich auf den Bildern schon gesehen. Er hat auch gesagt, sie sei Niermint, Leute. Wir haben hier eine antike Stadt Regenbogenruinen. Deutsch. Erste Auflage Niermint, Leute. Niermint. Mega nice, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist eine Karte, die geht über 30 Euro. Über 30 Euro, Leute. Alter, wie geil ist das denn? Ja, moin. Also die habe ich tatsächlich auf den Bildern schon gesehen. Aber richtig geil, Leute. Richtig geil. Die legen wir uns gleich mal dahin. So, dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Mega geil, Leute. Also allein das schon, ne? Richtig krank. So, dann haben wir jetzt hier eine Wave. Eine... Okay, die geht eigentlich sogar vom Zustand her. Die ist zumindest besser als die, wo wir in dieser Crab-Sammlung dabei hatten. Mega cool. Trifft den Schlitz. Wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Rares. Aus etwas älteren Sets, aus DX-Sets, aus... Legendary Duelists, auch gut. Auch gut. Schauen wir mal. Dann haben wir Meta-Formation aus dem Mega-Pack. Ich glaube ursprünglich aus... Dark Illusion, glaube ich, gewesen. Neo-Weltraum. Opfer des linken Arms, auch cool.
ging mal eine Weile lang 7 Euro oder so. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber das ist eine schöne Super Rare. Ist auch mal eine richtige Super Rare wieder. Nicht nur eine von diesen garantierten, sondern die kommt ja aus dem Millennium Pack. Das bedeutet, diese Karte ist tatsächlich eine echte Super Rare, die man erstmal ziehen muss. Die ist nicht so häufig, weil sie halt nicht garantiert ist. Dann schauen wir mal, oh, Pandemonium, das ist ja richtig durchgedünnert gewesen. Scapegoat, okay, die ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Das sehe ich auch durch diese weiße Hülle. Trotzdem natürlich fürs Gold-Format recht interessant gewesen. Oh, nice! Speerkäfer packt! Ihr fragt euch jetzt, warum interessiert er sich für so eine Premium-Pack-Karte? Aber guckt mal, Leute. Ich weiß es nicht, ob die Nirmend ist. Wie gesagt, diese weißen Hüllen kaschieren das ganz gut. Aber zuerst mal kommen wir zum Moment der Wahrheit. Und sie geht eigentlich so. Sie sitzt. Nein, sie geht nicht. Okay. Hier oben ist eine richtig schöne Beschädigung. Ja, hier oben. Aber normalerweise, also das ist eigentlich eine Karte, die geht so 2, 3 Euro, weil es ist ja im Prinzip so, dass diese ganzen Premium-Pack-Karten, also nicht alle, aber ein paar, die gehört mit dazu, eigentlich nur in Super Rare rausgekommen sind. Es gab aber immer in jedem Display ein Booster, in dem alle Karten Secret Rare waren. Und ja, da waren dann eben auch die Secret und die sind dementsprechend doch relativ, ich sag mal, short in Anführungszeichen. Und trotzdem, dass tatsächlich eine Karte ist, die nicht mehr so im guten Zustand ist, möchte ich mir die mal als Highlight rauslegen. Sehr cool. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Okay, das wäre es dann aus dieser Deckbox gewesen. Auch hier haue ich das ganze Zeug mal wieder rein. Das sortiere ich mir dann alles später. Da werde ich einiges sortieren müssen. Dann gucken wir mal weiter. Also hinten haben wir wieder Hüllen. Also Hüllen haben wir ja hier Unmengen. Geht's gleich weiter. Okay, dann schauen wir mal. Auch wieder lauter Rares. Okay, oh, sogar eine Super Rare. Aus dem Duelist Pack. Begrenzer Überlastung. Wollen wir uns doch gleich mal den Zustand angucken. Ja, die ist kaputt. Aber so richtig. Okay, schauen wir mal weiter. Was wir noch so haben. Dimensionsmauer ist eine sehr, sehr gute Rare. Auch eine sehr gute Alti damals gewesen. Und auch heute noch. Die geht tatsächlich auch den ein oder anderen Euro. Griffin Wing, mega cool. Gladiator, ungeheuer Streitwagen. Ist aber auch nicht mehr in einem guten Zustand. Das sehe ich so schon. Heuschnupfen, Kristallpaar. Ey, was haben wir denn hier? Die ist relativ neu. Die dürfte also noch ganz gut vom Zustand her sein. Und zwar haben wir hier Notfall-Roid-Ruf. Sehr schön, Leute. Guckt euch das mal an. Mega cool. Ja, das ist bedauerlicherweise einer von diesen LED-Ultras, die ein paar Cent bloß gehen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir wissen ja, dass spezielle LED-Ultras gerne mal im Preis steigen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, obwohl ich eigentlich kein Roid-Fan bin, doch eine sehr, sehr schöne Karte, was hier Artwork angeht. Die legen wir uns auf jeden Fall raus. Das ist für mich ein Highlight. Also mir auf jeden Fall ein Highlight. Eine schöne Holo aus einem Legendary Duelist. Okay, dann haben wir Reherkunft der Wendschrecken aus Code of the Duelist, also dem Original-Set, wenn man so möchte. Und natürlich ist auch die in einem guten Zustand. Unlimitiert, aber trotzdem Wendschrecken, eins meiner Lieblingsthemen aktuell. Dementsprechend muss das natürlich raus. Skill Drain, ach du Schande, ist die kaputt. Ja, heilige Scheiße. Alter, wie kriegt man denn das hin? Wahnsinn. Dann haben wir Überlebensende, zweimal gleich. Okay. Auch eine coole Geschichte. Aus SR04, kommt aus dem Structure Deck. Mega cool. Vermächtnis von Yatagarasu, das ist jetzt schon etwas kaputter wieder. Und aus Raging Battle zweimal zum Berserker werden. Eine schöne Karte, die allerdings total im Arsch ist, wie man so schön sagt. So, dann packen wir das hier mal wieder zusammen. Und räumen das hier rein. Und kümmern uns um die nächste Box. So, die zweite Box, die wir uns angucken, wird eine Yugi Legendary Dex Box. Und ich weiß nicht, klingt für mich auch so, als wären da irgendwie Deckboxen oder sowas drin. Schauen wir mal. Okay, ja, ich habe mich gar nicht mal so sehr getäuscht. Wir haben natürlich wieder Hüllen. Die Frage ist jetzt, sind die glossy oder sind die matt? Warte mal, das muss ich mir mal ganz kurz... Ja, leg mich doch am Arsch, ist das fest. Na, das machen wir später. Das machen wir später. Okay, dann haben wir hier noch eine Menge blaue Hüllen. Und dann haben wir hier... Okay, das sind keine Hüllen, das sind tatsächlich Karten. Schauen wir mal hier rein, was sich darin verbirgt. Der tut die immer unten rein, ne? Auch krass. Okay, dann gucken wir. Wow! Wuhu!
Geil, Alter. Geil, 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 geil. Momento. Bitte lass ihn jemand sein. Bitte, lieber Gott. Nein! Wieso ist sie so im Arsch? Ach, du Kacke. Ach, wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Aber nee, mega cool auch, dass sie zumindest hier dabei ist. Legen wir auch mal raus. Aber dass sie nicht nehmen ist, Alter. Das ärgert mich, das ärgert mich. Okay, relinquished richtig im Arsch, wie man sieht. Also die Zustände sind hier tatsächlich jetzt nicht so berauschend momentan. Und gucken wir mal, was uns das Ganze noch so bringt. Okay, modernere Karten. Bei moderneren Karten ist zumindest die Chance auf den Zustand gar nicht mal so schlecht. Wir haben den X-Säbel-Beschwörer aus Duelist Saga. War zu damaliger Zeit tatsächlich relativ gesucht, aktuell eher weniger. Ist aber trotzdem eine ganz coole Karte. Allerdings jetzt einer der X-Säbel, die ich nicht so hart am Abfeiern bin. Also da gibt es definitiv schönere X-Säbel-Monster. Dann, oh, nice. Leute, guckt euch das mal an. Sujek Drachzack aus Megapack 2017. Das war ja einer der besten von denen, glaube ich. Wenn mich alles täuscht. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass der Patrick ein Spieler ist. Erstmal wegen den vielen unterschiedlich farbigen Hüllen. Das ist ein Highlight. Wegen den vielen unterschiedlich farbigen Hüllen und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass viele Karten hier doch in einem sehr mitgenommenen Zustand sind. Die meisten Spieler, die kommen mit sowas ja besser klar als Sammler, sage ich mal. Dann haben wir aus Call of the Duelist Trickster Holy Angel, ja, der Trickster schlechthin sozusagen. So, ich weiß nicht, das ist so die Karte, mit der ich Trickster im Allgemeinen verbinde, das war so eine der ersten und dementsprechend für mich natürlich auch ein Highlight, auch wenn nicht viel wert. Dann haben wir Ip, die Weltkelchpriesterin in Super Rare, dann haben wir hier ein paar Spielmarken. Ah, die Joey-Spielmarke, einmal, zweimal die Yugi-Spielmarke, zweimal die Kaiba-Spielmarke, zweimal nochmal eine Yugi-Spielmarke. Nochmal eine Kaiba-Spielmarke. Dann haben wir Yurai-Spielmarke. Aus dem Deck, glaube ich, war die. Aus Token 3. Das war, glaube ich, ein Arcane-Macht-Monster. Genau. Reise ins Königreich. Zweimal. Königreich der Duellanten ebenfalls zweimal. Die Gloria aus Königs rechter Hand zweimal. Und Mira, der Sternenträger. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal etwas hololastiger gewesen. So, die tun wir jetzt erstmal wieder hier rein. Jetzt schauen wir uns an, was wir hier haben. Gucken wir mal. So, das dürfte jetzt... okay, Lumina. Auf jeden Fall Unlimited aus Code of the Duelist. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier durch. Haben wir wieder ganz viele ramponierte Rares. Ich weiß gar nicht, was ist denn da los? Warum sind die ganzen Rares so ramponiert? Wo hast du denn die her? Hast du die selber so kaputt gemacht? Oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, dann Minerva, lichtverpflichtete Maid. Die ist eigentlich auch noch ganz gut. Die hat hier unten ganz leicht was, aber sonst geht sie eigentlich schon klar. Kriegen wir sie nochmal rein mit einer Hand? Yes. Natürlich kriegen wir das. Okay, dann noch Wandlungsguck, auch eine coole Karte. Naturia Tulpe, mein Gott, wie lange habe ich die nicht mehr gesehen? Das ist natürlich gefährlich, wenn man die Karten so sleeved, dass sie nach unten zeigen quasi, dass sie dann irgendwann rausrutschen und Schaden nehmen. Ne? Also da ist so eine Sache, die kann ich persönlich nicht empfehlen. Denn man sieht es hier wirklich überall rausgerutscht. Okay, also zweimal Naturia Tulpe. Eine Karte, die wohl zu Anfangszeiten von Duel Links wirklich richtig auf den Sack gegangen ist. Das weiß ich noch, ich habe das ja damals auch kurz angezockt. Sagenhafter Topi zweimal, Naturia Sonnenblume. Super Rare Moja. Ja, der wäre auch cool, wenn er nicht so ramponiert wäre, dass ich auch schon durch die Hülle, dass der wahrscheinlich wieder... richtig, richtig am Beutel ist, wenn man so möchte. Okay, richtig am Beutel ist vielleicht übertrieben, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr Nearmint. Schade, Marmelade. Trotzdem, coole Karte. Ich glaube, das war aus Raging Battle. War das nicht die Sneak-Promo? Ich fand die auf jeden Fall mega cool. Und finde sie auch immer noch mega cool, muss ich sagen. Okay, oh, Kaijus. Kaijus immer gut als Rare. Mega cool. Okay, schauen wir mal weiter. So, oh, Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Der ist leider auch beschädigt, das sehe ich jetzt schon. Ach, so geile Karten, dann sind die halt kaputt, weil ich das war. Ah, ja, aber immerhin dabei. Mega cool. Habe ich mir tatsächlich auch welche bei Rising Time bestellt. Drei Stück. Oh, mit einer Hand das Ding jetzt offen halten. Alter Schwede. Ja, kostet, wenn sie jetzt niemand wäre, so 2,50 in etwa 2,60, so in diese Richtung geht.
So, dann Seelenfressender Oviraptor, auch eine mega coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Rares am Start. Also Rares gibt es hier ja wirklich en masse. Also zweimal Naturia Stein auf jeden Fall noch. Egoistischer Affe. Dann, der müsste das Duelist-Saga sein. Zweimal gleich. Aufrichtig. Auch mega schön. Ob einem das Duelist Rare gefällt oder nicht, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz ist aufrichtig natürlich einer meiner Lieblingskarten aus Duelist Saga gewesen. Gar keine Frage. Dann haben wir Visionsheld Vayan zweimal und Schicksalsheld Double Dude. So, dann kommen wir jetzt erstmal zum letzten Stapel ohne Deckbox. Hoppla, da ist was verrutscht. Das wollen wir natürlich nicht. So, und dann haben wir Tynan, die große Sphinx. Klar, einer von denen muss immer dabei sein. Schweigsamer Magier Level 6 zweimal. Blörgiger Weißer Drache in Gold Secret. Oh, schwarzglänzender Soldat, Gesandter des Anfangs. Das ist tatsächlich ein Highlight, wie ich finde. Wenn er der Niemand ist. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Mega nice. Den legen wir uns auf jeden Fall mal raus. Den legen wir mal da oben hin. Da werden wir schon noch irgendwie einen Platz finden. So, genau. Optimal. Dann schauen wir mal weiter. Was erwartet uns noch? Ein total ramponierter Blade Edge. Palladium Orakel Mahat. Sehr cool. Der dunkle Magier aus YGLD. Dann haben wir einen rotäugigen blauen Drachen aus dem Starter Deck Joey damals. Auch relativ ramponiert. Eieiei. Oh, Zitadellenwahl. Mega cool. Das ist so eine Art Festungswahl-Abklatsch, wenn man so möchte. So eine Effektversion von dem. Ja, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Naturia Spinnenzange. Hat der Naturia gespielt? Weil hier sind so viele Naturia-Monster drin irgendwie. Sehr cool. Totenkopf-Begleiter ist auch eine coole Karte, so vom Artwork her. Ich finde ja sowieso diese ganzen 5Ds, Rares und so sehen sowieso mega. Oh, Exarium-Universum, bitte lass sie Niemand sein. Nein. Nein, sie ist nicht Niemand. Nein. Nein, der hat hier ganz quer schon mal so einen Riss drin. Auch gut. Dann haben wir magisches Etwas. War das nicht eigentlich eine Ultra-Rare? Ich könnte schwören, dass das damals eine Ultra war. Aber gut, ich kann mich natürlich auch täuschen. Jetzt gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Okay, Hodo ist offensichtlich. In schwarzen Hüllen. Der schwarze Rosendrache aus der Legendary Collection 5Ds. Der sieht sogar noch ganz gut aus, ganz im Gegensatz zu dem hier. Aber sehr schön, sehr schön. Schwarze Rosendrachen sehe ich immer gerne. Dann haben wir, den Rüstungsmeister. Den will ich mir doch jetzt mal etwas genauer angucken. Der sieht nämlich gar nicht mal so ramponiert aus. Nee, der geht eigentlich. Der geht eigentlich. Aus Crimson Crisis, First Edition. Mega nice. Der hat hier oben ein bisschen was. Minimal. Also für die Private geht er auf jeden Fall noch sehr schön. Also das ist für mich ein Highlight. Das ist für mich eine schöne alte Retro-Karte. So kann es gerne weitergehen. Dann Decay. Okay, das scheint mir ein Blackwing-Deck zu sein. Das scheint mir tatsächlich ein Blackwing-Deck zu sein. Hurricane der Tornado. Zweimal. Eine Super Rare. Mega cool. Oh, mega nice. Mega nice. Schwarzflügel Gladius. Die Morgensonne. Oder die Mitternachtssonne. Die kommt aus der Legendary Collection 5Ds. Ist mittlerweile auch ein Set, das wirklich sündteuer geworden ist. Und den legen wir uns auch mal raus. Das ist nämlich ein wunderschönes Artwork. So, dann gucken wir mal weiter. Mega nice. Auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Tenji Geist. Oh mein Gott, der ging ja mal so 2-3 Euro oder so. Und dann ist er abgestürzt. Und dann kam erst der Reprint im Astral Pack. Dann haben wir, Obelisk. Mega nice. Und Ra. Und so, oh, geil, Leute. Guck, da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden. Da kommt jetzt bald eine Binder-Vorstellung, Leute. So viel kann ich ja schon mal predikten. Und Obelisk geht ein paar Euro, Slifer geht auch ein paar Euro. Hoppala, die legen wir doch glatt mal raus. Aber der geflügelte Drache von Ra geht mittlerweile zweistellig, Leute. Der geht tatsächlich so um die 13 Euro das Stück. Also mega cool, dass der hier dabei ist. Mega cool. Ich würde fast behaupten, dass das bisher die zweiteuerste Karte ist, die hier drin ist. Oh, mega geil. Schaut euch das mal an, Leute. Es ist doch ganz gut bisher. Also mega nice. So krass. Mega krass einfach. Dann haben wir den hundertäugigen Drachen in Super Rare. Oh, majestätischer roter Drache. Nein. Lass ihn Niemand sein. Lieber Gott, bitte. Und er ist es. Er ist Niemand. Nice. Schaut euch das mal an. First Edition. Mega fett, Leute. Aus Absolute Power Force. Absolut geil, Leute. Absolut sahnig.
Ich kann euch gerade nichts zu seinem Wert sagen. Das spielt jetzt auch an der Stelle keine Rolle, weil es einfach eine geile Karte ist. Ja? Scheiß mal auf den Wert. Das ist einfach eine saugeile Karte, Leute. Ohne Witz. Ohne Witz. Roter Nova-Drache aus der Legendary Collection. Kosmischer Blazar-Drache. Und oh mein Gott! Sternschnuppendrache aus Starstrike Blast, dem seltensten 5D-Set damals und wohl auch dem begehrtesten. Der ist leider hier oben ein bisschen mehr angeditscht, aber ist auch mehr so eine Art Silvering. Aber alter Schwede, ist das fett. Also die ist, zumindest laut Cardmarket-Definition, ist die auf jeden Fall noch Near-Mint. Mega nice. Der Rand da oben, okay, muss ich mal gucken. Aber sehr schön. Alter Vater, jetzt wird's aber geil hier, ohne Witz. Mega, mega nice. So, ich würde sagen, wir kümmern uns auch direkt um die nächste Box. Ja, ich musste jetzt nochmal kurzfristig umdisponieren. Es war halt so, ich habe das Ganze zuerst ganz normal aufgenommen gehabt und es hat sich herausgestellt, dass halt die kompletten anderen Boxen aus Rares und Commons bestehen und ein sehr, sehr großer Teil, also über 60% davon halt nicht mehr Near-Mint waren. Und selbst wenn ich das jetzt mit einem Speed-Up gemacht hätte, oder sagen wir mal gemacht habe sogar, ich habe das tatsächlich aufgenommen, ins Bearbeitungsprogramm hochgeladen, hätten wir ein Speed-Up von über 10 Minuten gehabt, um das Ganze durchzukriegen, mit der vierfachen Geschwindigkeit wohlgemerkt. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze vorab zu sortieren, auszuhöhlen und euch einfach nur den Teil zu zeigen, der Near-Mint ist. Dementsprechend sei vorab auch gesagt, bei den Nicht-Nehmen-Sachen waren so ein paar Highlights dabei, wie einmal Manju der 10.000 Hände, das Bambusschwert, das goldene Schwert, Kettensprengungen, wie die Karte. Da waren schon ein paar gute Sachen bei, allerdings halt leider nicht mehr in dem allerbesten Zustand. Dementsprechend muss ich mich jetzt hier tatsächlich darauf beschränken, euch die Karten zu zeigen, die niemand waren von den Comments. Machen wir übrigens auch in einem Speed-Up. Und wir rekapitulieren dann am Ende nochmal, was mir diese Sammlung gebracht hat, und ich beantworte am Ende tatsächlich nochmal eine Frage, die mir relativ häufig in Bezug auf Spendensammlungen gestellt wird. Dazu kommen wir dann aber gleich. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los. Ja, meine Freunde, jetzt kommen wir natürlich zum kleinen Fazit.
Inwiefern hat mir diese Sammlung jetzt eigentlich weitergeholfen? Ich finde, es ist vielleicht, das machen wir ab jetzt so, eine gute Möglichkeit, einfach mal zu besprechen, inwieweit mir eine Sendung weitergeholfen hat, um vielleicht auch für denjenigen, der sie mir gesendet hat, einfach nochmal klarzustellen, wie gut, wie hilfreich das Ganze war. Im Prinzip ist natürlich alles hilfreich. Es gibt natürlich allerdings auch unterschiedliche Stufen von hilfreich, sage ich jetzt mal. In dem Fall war es jetzt so, die Sammlung hat mir sehr bei der Masse vor allen Dingen geholfen, was Cummins angeht. Und das war schon mal sehr gut. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass die Starstrike Blast Cummins teilweise recht gut erhalten waren. Denn das Starstrike Blast ist ja so das seltenste und begehrteste 5D-Set überhaupt. Und ich persönlich spekuliere doch ein bisschen darauf, dass diese Karten in Zukunft steigen werden und so in den nächsten 10, 15 Jahren in etwa die Werte von Magic Ruler First Editions, Cummins und Rares erreichen werden. Das sind ja immer einige Euro meistens. Wichtraum ist ja schon so weit, aber das war ja auch die Shortprint oder auch Kauz und Schlossvogel, was allerdings der Spielbarkeit geschuldet ist. Ansonsten, ja, ihr seht, es ist relativ wenig an Nierman Cummins übrig geblieben, aber ich kann tatsächlich auch mit den kaputten einiges anfangen. Es waren dort einige Schätzchen dabei und auch was die Holos anging, die Holodichte war im Verhältnis zum Rest relativ gering. Allerdings hat das Ganze durch Qualität gepunktet. Also wir hatten ja einmal die Regenbogenruinen, was ja der absolute Knaller war. Und die Karte ist auch mittlerweile schon im Community Binder. Ja, die geht da 32,50 € oder so. Ja, dann hatten wir den Sternenschnuppendrachen in Ultra Rare, der geht auch über 10 €. Dann hatten wir den majestätischen roten Drachen. Der geht zwar nicht so viel, ist aber sehr, sehr selten und vor allen Dingen recht selten in diesem Zustand herzubekommen. Der war nämlich wirklich wie aus dem Ei gepellt. Ja, wir hatten so viele schöne Karten dabei. Das Einzige, was das Ganze ein bisschen trübt, waren die beiden Nicht-Nierment Premium Pack 1 Karten. Die haben mich ein bisschen geärgert, die ärgern mich immer noch so ein bisschen, dass sie nicht Nierment waren. Aber auch die bringen mich natürlich weiter. Und was auch einen extremen Mehrwert hat, sind diese Boxen hier. Diese Boxen, ich brauche sie. Ich brauche sie unendlich oft, alle in diesem Format. Ganz egal, ob die 1er oder 2er oder ob die Hero Decks, auch Duelist Devastator Boxen. Am liebsten habe ich natürlich die Legendary Decks 2 und die Yugi Legendary Decks Boxen, weil die einfach am besten aussehen. Aber auch alle anderen nehme ich immer gerne, weil darin verstaue ich meine Top-Loader. Die passen da, meine Top-Loader, warum sage ich mal Top-Loader? Ich meine natürlich meine Magnethalter, weil die da einfach optimal reinpassen. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich an der Stelle mal beantworten möchte. Einfach, weil wir hier so viele kaputte Cummins und Rares drinnen haben. Das ist ja nicht die einzige Sendung, bei der das so war. Das ist ganz normal. Ja, egal, ob du sie jetzt kaufst oder gespendet bekommst. In der Regel, wenn es was Größeres ist, schicken die Leute einfach alles mit. Er hat mich auch gefragt, soll er das Nicht-Nierman-Zeug aussortieren? Er hat gleich gesagt, nee, muss er nicht machen. Er kann mir alles schicken, wenn er möchte. Inwiefern haben jetzt kaputte Karten eigentlich einen Nutzen für mich? Die nutzen mir folgendermaßen. Ich sammle diese Karten immer, bis ich eine gewisse Menge habe. Also das bezieht sich jetzt auf Cummins und Rares, denn die wandern eigentlich in der Regel nicht in meine Privatsammlung, einfach weil es zu viele sind. Wenn ich eine gewisse Menge da habe, veräußere ich dann die in der Regel auf eBay. Da mache ich dann wirklich, wenn eine gewaltige Masse da ist, mache ich dann so ein 50 € Angebot. Da können die dann viele, viele tausend Karten kriegen. Die sind alle nicht mehr Nierment. Nicht mehr Nierment heißt nicht unbedingt, dass sie komplett zerrüttet sind, sondern nicht mehr Nierment heißt auch schon exzellent. Dann meistens aus allen unterschiedlichen Ähren. Und dann wird das in der Regel gekauft. Meistens mit ein bisschen Zubehör. Da tue ich irgendwelche Deckboxen dazu oder irgendeinen leeren Ordner und so. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen schmackhafter. Und ja, die Leute freuen sich und ich habe dann wieder ein Fuffi oder je nachdem, wie halt geboten wird, 60, 70 €. Da kann ich mir dann wieder eine schöne Ghost von kaufen oder eben auch ein paar Magnethalter. Und so wird das ganze Projekt eben auch durch Karten, ich sag mal, weitergetrieben, die natürlich nicht mehr Nierment sind. Klar, in der Regel natürlich im besten Falle immer Nierment, ist vollkommen klar, aber ich habe, was das angeht, eigentlich keine wirkliche Erwartungshaltung. Ich habe auch nie erwartet, dass mir überhaupt irgendwann jemand mal irgendwas für lau gibt, auf gut Deutsch. Und jetzt machen wir fast mehr Spenden-Openings als gekaufte. Das ist richtig, richtig krass und
Vielen, vielen Dank, Patrick. Das ist einfach der Hammer. Diese Sammlung hat mich unglaublich weitergebracht. Ja, ich habe hier wirklich auch, ich habe hier tatsächlich ein oder zwei Karten drin gesehen. Die habe ich ja gar nicht gekannt. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich sie nicht schon habe, aber ich habe sie nicht mehr im Kopf gehabt. Und auch diese ganzen Star Strike Blast Sachen, die da drin waren. Ja, auch diese ganzen Sachen wie Bambusschwert und so, auch wenn die ramponiert sind, kriegt man dafür eigentlich noch was. Allein schon diese ganzen Holos, hier Regenbogenruinen oder Regenbogenstadt. Krass, krass, wenn du das Ganze verkauft hättest, allein die teuren Holos zusammen sind schon fast 100 Euro. Ja, das ist, ich sag mal, so eine 120-Euro-Sammlung komplett auf jeden Fall, auch wenn man das ganze Zubehör mitrechnet, die ganzen Deckboxen, ja, die läppern sich ja auch zusammen, so 1,50, also für die OVP kriegt man auf jeden Fall 1,50, für die Nicht-OVP 1 Euro oder so vom Wert her. Das, also da läppert sich einiges zusammen und das hat mir immens weitergeholfen, muss ich sagen. Das hat mir wirklich immens weitergeholfen. Ich bin absolut beeindruckt. Ich bin happy. Mein Tag ist gerettet, wenn man so möchte. Und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir. Wirklich vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist mal wieder was, wo mir zeigt, die Community, die ist wirklich, also die besteht nicht nur aus Leuten, die den letzten Cent aus ihren Karten pressen wollen. Nein, es gibt tatsächlich auch noch Leute, die sagen, hier nimm, es ist für was Gutes. Und ich bin natürlich auch jemand, der dann sowas gerne zurückgibt, wenn sich die Gelegenheit mal bietet. Das heißt, wenn ich irgendwann mal was für dich tun kann und es im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt, dann werde ich dir einen möglichen Wunsch, den du in der Richtung hast, gerne erfüllen. So, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.